Tja, einen recht schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen. Es passiert schon wieder. Man ist einfach hier bei McDonald's gestrandet, ja. Und will eigentlich nach Hause, aber man muss natürlich noch irgendwie einen Burger, einen schmierigen Burger und eine Pommes essen. Und du hast auch was dazu zu sagen? Nee. Das dachte ich mir, weil ich habe da auch nichts mehr zu sagen. Da fällt einem auch nichts mehr zu ein. Jeden Abend in meinem Leben passiert das, dass man hier... Ich bin ja auch mehr so ein Burger King-Typ, ne? Aber tja, die haben sich an den Bahnhöfen... Kann man denn ein Burger King-Typ sein? Da gibt es noch einen einzig guten Burger und der Rest ist scheiße. Ja, die haben alle keine Ahnung. Aber jetzt gibt es noch schmierige Burger nur für euch, für die treuen Fans und Zuschauer. Es fährt ein Vasa-Auto nach nirgendwo. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Später. Wir sind an einem mysteriösen Ort. Ich würde sagen, ein altes Gemäuer. Eine Burg. Dichter haben sie besungen, Maler haben sie verewigt, Wissenschaftler haben sie analysiert. Doch was geht hier vor sich? Krimi-Dinner? Nein. Saufen? Ja. Aber zu welchem Anlass? Dazu kommen wir vielleicht später noch. Also dranbleiben, es lohnt sich. Oder vielleicht auch nicht. Der feine Herr trinkt heute, ich weiß nicht, wie das heißt, Bullet oder so. Aber da ist Frucht drin, also kann es ja gar nicht so schädlich sein. Also rein damit, ne? Prostata, tiralala. Das muss man echt mögen, ne? Es hilft ja nichts, es muss ja weitergehen. Und hier ist die Regie, meine Damen und Herren, schon wieder hart am Glas. Kinderlingeling. Hast du schon das Geheimnis gelüftet, wo wir sind? Nee, aber wenn man sich so mal hinten umguckt, oder, ne? Man könnte eine Ahnung bekommen. Man könnte eine Ahnung bekommen. Wird das Geheimnis heute noch geklärt? Ja. Okay, dann bis später. Sohn, das wird einmal alles dir gehören. Aus seinem Reisetagebuch. Ja, es wäre Zeit, dass wir jetzt wieder einen sehr dynamischen, netten jungen Mann ansagen. Was sagen Sie denn eigentlich zu der Situation? Ja, wie meinst du? Ich bin gerade am Futtern. Ja, genau. Ja, Futter ist gut. Musst du auch was futtern, weil schon irgendwie 78 Bier und die Lampen gut an. Also Essen ist lecker. Ich habe auch relativ kurz gewartet in der Schlange, weil ich so ein paar Leute weggeruppt habe. Weil der Pete nämlich einfach in dem Buffetraum stehen geblieben ist und drei Teller gefressen hat, während sich da alle angestellt haben und sich dann immer wieder drinnen angestellt hat. So nehme ich, ne? Ja. Ist das der Plan gewesen? Ja. Ich bin auf Zack. Ich habe mich in diesem Buffetraum aufgehalten und habe immer weiter gefuttert. Aber ey. September 2018 war da auf einmal wieder eine, die Luca toll fand. Gemeinsam jede Nacht eine Sinfonie des Schnarchens an, die ungestüme Zeit zwischen Lachanfall und Leberzirrhose sich nun vielleicht dem Ende neigen sollte. Ach, und was ist mit Bier? Ja, normalerweise habe ich auch relativ viel Feedback dazu gekriegt, dass es ziemlich dämlich ist, was ich sage. Ich freue mich, dass auch Sie am Tanzen Spaß haben. Es muss ja einfach weitergehen. Könnt ihr meine Nase sehen? Hier. Später. Wir sind am Punkt des Abends angelangt, wo man sich seine Drinks halt auch mal selber mischen muss. Ich habe hier einen neuen Drink, den Goa. Ja. Ihr nehmt einfach Anis-Schnaps, egal welchen, packt ein bisschen Schwanz auch, packt ein bisschen Bacardi da drauf und so eine Hälfte Sprite, Hälfte Cola, dann habt ihr den Goa. Ja, vielen Dank. Viel Spaß beim Nachkochen. Vorsicht, Hochspannung, wir warnen nicht umsonst. Was sagen Sie denn dazu, dass Oktopoden die Welt regieren werden? Ja, finde ich gut. Hauptsache nicht AfD, ich bin da ganz für. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Doch, klar. Was halten Sie von Oktopoden? Können wir jetzt erstmal die Frage klären, ob wirklich eine Frau ist? Schlongfrei seit 2003, habe ich gesagt. Aber was ist jetzt, wenn Oktopoden Vorsitzende der AfD werden? Ja, das ist ja auch schlecht, aber dann sind wir ja alle tot, dann kriegen wir das ja nicht mehr mit. Das kann doch nicht sein. Kann sein. Oktopoden sind sehr intelligente Tiere. Ja, die haben eine große Evolution hinter sich. Das sind nämlich die Meeresbewohner, die sich am schnellsten evolutionieren.
Aha. Ja. Also Oktopoden for the win. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es soll ja, ich weiß nicht, ist das in Spanien? Die machen eine Oktopodenfarm. Stopp die Oktopodenfarm. Also ja, stopp die Oktopodenfarm. Ja, stopp die Oktopodenfarm. Ja, Kalamare scheiße. Genau. Weißt du, jetzt sitzt man im Zug und die Thematik geht über Urinellas, aber hier war noch ein Kiosk offen, da haben wir ja schön Fiege-Pingerlingeling. Ihr komischen Feminist, warum guckt ihr euch das eigentlich an, Pingerlingeling? Als ich als Feminist finde das ja fraglich, dass die Urinellas so nicht funktionieren. Ich ja, die sind kacke, weil du hast halt auch nichts davon, weil du pisst da rein, dann musst du die in die Tasche packen und dann musst du die auch eigentlich wieder sauber machen. Und einfach zu. Und jetzt brechen wir ab. Schauplatzwechsel. Ja, das ist richtig. Ich bin in der Kinderwelt. Nicht ganz freiwillig. Ne? Da muss man dazu sagen, ich buche mir ja sowas nicht selber, obwohl das mal lustig wäre, ne? Im DSD hier, aber ja, muss man halt so Sachen machen. Ich habe auch nichts zu trinken heute dabei, ne? Kein Ping. Da sollte da mal hier lobend, muss auch mal lobend erwähnt werden. Und wir gucken mal, vielleicht mache ich noch ein bisschen Ninja. Who knows? Neben vielen seltsamen Abenteuern werden Sie auch gute Bekannte antreffen. Meine Damen und Herren, willkommen in der Hölle. Schauplatzwechsel. Ja, ich habe das Horror-Szenario überlebt, aber da konnte man ja auch nicht so filmen, ne? Da viel zu viele Kinder. Jetzt eine Rewe und jetzt nochmal ein Bierchen holen oder sowas. Mal gucken, was da wieder für Abenteuer auf einen warten. Man weiß es immer nicht. Schauplatzwechsel. Es passiert wieder, es passiert. Es war wieder ein Sprung im Zeit-Raum-Kontinuum. Ich wollte eigentlich nur in Rewe. Jetzt bin ich im Wald. Warum? Warum? Aber dann gibt es jetzt halt Natur. Ich wollte doch einfach nur in Rewe reingehen. Aber irgendwer hat das Zeitraumkontinuum mir wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt bin ich in der Heide. Warum? Naja, dann gibt es jetzt schöne Naturaufnahmen für euch. Schauplatzwechsel. Schon geht's weiter mit einer wilden Fahrt durch Dortmund heute mal. Abends, es ist Mittwoch, der, weiß nicht, 15.11., egal, erstmal Pingerlingerling, ne? Prostata. Müssen wir die Rolltreppe nehmen und wir machen heute mal was ganz Besonderes. Wir wohnen mal einem Shooting bei, ja? So einem City-Shooting mit der Regie, wo die Regie halt geshootet wird und wer weiß, vielleicht mogel ich mich da auch noch rein. Ich gucke mal so ein bisschen unten nach unten, weil ich will ja auch nicht stolpern, ne? Also wir melden uns dann gleich wieder. Vielleicht passiert was, vielleicht nicht. Man weiß es immer nicht so genau. Das wissen nur die Götter, ne? Tschüss. Er kann alles, er weiß alles. Er erkennt nichts an, außer seiner Meinung natürlich. So, ja, da dachte ich, ne? Ich dachte ja mal, gucken wir mal bei Nico Survive the Bicycle beim Shooting vorbei, ne? So. Und jetzt stehen wir hier am Bergmann-Kiosk, am Bergmann-Bier und dann bin ich zu den lieben Menschen hingegangen und habe gesagt so, such mir doch einfach ein Bier aus, das, wo du denkst, das würde zu mir passen. Und seht mal hier, wir haben 0,75 Liter Bier, 6,9%. Ja, aber es muss ja weitergehen, immer mal Pingelingeling hier, ne? Kriegen wir das hier auf, mit einer Hand. Ist das schwierig? Ja, das kriegen die mit einer Hand auf. Das ist eine Schwierigkeit. Naja, wir machen das einfach so. So, wir legen das hier einfach runter und dann könnt ihr hier sehen. So, hier. Pingelingeling. Haha, das ist immer ein Knall. Uiuiui, das wäre auch was für ein DSD, um mich zum Verköstigen. Das sage ich euch. Dann mal rein damit. Prost. Boah, schmeckt schon wieder so schnapsig. Sag mal. Ah. Boah, da werde ich lange dran trinken. Aber ist ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Und wir müssen ja auch noch ein bisschen was tun hier mit dem lieben Herrn Fotografen. Und dann können wir mal gucken. Ne? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aktuell geht es dann weiter. Das Schöne an so Shootings, ne, ist ja, die filmen nicht. Da kann man ruhig reinquatschen und einfach so mal so ein bisschen gucken, wie sowas abläuft. Ne? Hier ist hier King Diamond. Ja, über die Schulter gucken.
Sehr wichtig. Über die Schulter gucken und ja. Du irritierst mich. Nee, guck einfach. So muss man den Leuten ja auch mal sagen, was hier geht, ne? Kein Durchgang. Wo ich bin, da ist kein Durchgang. Ja, Leute, Dortmund at its best, ne? Wo macht man Shooting? Hier unter der Brücke. Oder an irgendwelchen Stromkästen und sowas. Aber das ist auch irgendwie ein bisschen sympathisch, wenn er mal irgendwie so auch so ein bisschen so Assi-Art, ne, sehen wollt, dann könnt ihr bei Potblitz gucken auf Instagram. Finde ich eigentlich ganz cool, was der Junge macht. Netter Dude. Er kann was. Auch hier schön mit so Fluchtarten arbeiten, ne? Das finde ich ja immer super. Kennt ihr die Band Fluchtart übrigens? Auch sehr schön, kann ich euch auch empfehlen. Und hier sind wir wieder bei der Ausgabe Gorminister singt bekannte Hits unter der Laterne. Heute folgender Hit. Santa Maria, Insel wie aus Träumen geboren. Ja, reicht schon. Dankeschön. Das war's. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Schauplatzwechsel. Wenn man so in der Stadt unterwegs ist und man noch ein bisschen Hüngerchen auf dem Bierchen hat, ne, dann geht man zum City-Kiosk hier am Platz von Leeds. Ja, da ist auch der Leeds-Pub. Auch legendär. Kann ich euch ja nicht empfehlen. Und dann holt man sich hier halt nochmal ein Bier. Ne? So. Wollte ich auch nur mal noch gesagt haben. Das sage ich oft. Aber das ist einfach auch so. Gehen wir jetzt hier rein und dann gucken wir mal. Ich glaube, ich habe mal Bock auf was anderes. Also schon Bier, aber irgendwas, was ich sonst nicht trinke. Ja. Und da haben wir hier, ne? Da. Pennerbomben. So, was trinke ich denn sonst nicht? Ja. Aber wir werden schon was finden, bis gleich. Bier! Oh, jetzt fällt der LKW daher, weißt du? Ja, ja, ja. Laut, laut. So, ja, aber da gab es gar nicht so viel Spezialzeug. Deswegen habe ich mir mal wieder ein Tüskier geholt. Pingelingeling. Prost. Danke. Was gibt's da drüben? Beach. Sex on the Beach. Ja, davon sind wir hier weit entfernt. Das ist hart süß. Ja, also rein damit und ab dafür. Ja, sind wir mal in der Cinebar, ne? Hier kann man hier so Drinks schlürfen und dann läuft da so ein Film und der läuft so nebenbei. Naja, kann man mal machen. Also, saufen, ne? Mhm. Tja, die Frage kann man doch immer stellen. Geht es bei Bier überhaupt noch ums Saufen? Ja. Hallo, herzlich willkommen beim Videodreh von Fritz Fresch und seiner illustren Bande. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Dann schmeißt du den einfach gleich. Was war gerade eigentlich mit Gaffern? Achso, Vorteil. Kurz, aber wenn es soweit ist. Wir haben es da. Ein Stück Gaffern, ne? Hier. Fritz Wesch, meine Damen und Herren. Fritz Wesch. Jetzt demnächst auch zu sehen im neuen MCM-Film James Bond. Dortmund ist nicht genug. So, nee, nee, nee. Über die andere Seite, dann tauschen Alex und Seiten. Nee, man sieht das nicht. So, warte. Und bitte einmal richtig schön sexy zu ihm laufen. Sexy. Rechts und links. Go. Schauplatzwechsel. Ja, mal wieder in der Hood unterwegs und oh Wunder, jetzt gibt es hier sogar Ziegen. Tja, da soll noch mal einer sagen, man kann nicht in der Stadt und gleichzeitig ländlich leben. Klingelingeling. Schauplatzwechsel. Hangout auf dem Weg zur Biothek hängen geblieben. Macht ja nichts, trotzdem. Klingelingeling, meine Freunde. Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem. So, läuft? Ja klar, schon lange. Oh. Ja, dann warte. 3, 2, 1. Yes. Ah, warte mal, die Arbeiter hier müssen auch noch offen. Ja, cool. So, hey, wir halten die mal so. Aber das, da warte, ich gehe noch weiter weg, ja, wundervoll. Nee, das sieht aber jetzt scheiße aus, wenn ich schon wollte. Warte, ja, ja. Nee, warte, so, nee, ist gut, so geht. Ja? Ja. So. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen Ihnen eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.